Handysektor erklärt. Was ist eigentlich die Cloud? Das ist Tom. Tom steht voll auf Technik. Neben einem Smartphone besitzt er auch einen Laptop und seit kurzem sogar ein schickes Tablet. Doch eine Sache nervt Tom total. Bei drei unterschiedlichen Geräten weiß er nie so genau, wo eigentlich gerade welche Dateien gespeichert sind. Hat er das Bild von Lisa mit dem Smartphone oder mit dem Tablet aufgenommen? Und wo ist eigentlich der neue Song von seinem Lieblingssänger abgespeichert? Außerdem ist seine Laptop-Festplatte ständig überfüllt. Natürlich möchte er seine Musik, Bilder und Videos aber nicht einfach löschen. Tom will deshalb die Cloud nutzen. Hinter der Cloud stecken unzählige Computer, sogenannte Server, die miteinander vernetzt sind. Diese stehen über die ganze Welt verteilt. Für den Nutzer ist das aber nicht sichtbar. Der Aufbau wird wie von einer Wolke verhüllt. Deshalb der Name Cloud. Eigentlich ist es Tom auch egal, wie genau die Cloud im Inneren funktioniert. Die Cloud bietet Tom unzählige Funktionen. Tom bemerkt, dass er einige schon unbewusst nutzt. Seine E-Mails lagern beispielsweise in der Cloud und sein Smartphone synchronisiert Kontakte, Kalender und Fotos ebenfalls über die Cloud. Tom streamt Musik und Filme, ohne sie herunterladen zu müssen. Auch diese lagern in der Cloud. Tom kann Programme wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder Bildbearbeitung ohne Installation über das Internet nutzen und sogar gemeinsam mit Freunden an einem Dokument arbeiten. Tom kann sogar Computerspiele in der Cloud spielen. Schnelle Computer berechnen atemberaubende Bilder und streamen diese zu Tom. So kann er Spiele auch auf seinem Laptop in toller Qualität spielen. Und am allerwichtigsten, Tom kann die Cloud als Datenspeicher nutzen und seine Dateien auf den Servern ablegen. So kann er auf seinem Laptop Platz schaffen und trotzdem jederzeit auf die Dateien in der Cloud zugreifen. Das Beste aber ist, dass Tom auch mit seinen anderen Geräten auf alle Dateien zugreifen kann, von jedem Ort der Welt aus. Die Cloud-Anbieter kümmern sich auch um den Schutz seiner Daten und erstellen Sicherheitskopien gegen Datenverlust. Das ist sehr komfortabel, Tom fühlt sich aber dennoch etwas unwohl, wenn seine privaten Bilder und Dateien irgendwo auf der Welt auf Servern herumliegen und vielleicht sogar von einem Mitarbeiter des Anbieters oder von Geheimdiensten eingesehen werden können. Tom möchte die Cloud deshalb erst einmal nur für unkritische Dateien nutzen. Er speichert daher nur seine Musiksammlung sowie Arbeiten und Referate für die Schule in seinem Cloud-Speicher. Private Bilder und Daten synchronisiert er erst einmal nicht über die Cloud. Diese speichert er lieber auf seiner externen Festplatte. Das ist zwar nicht so praktisch, aber Tom behält seine Daten bei sich. Außerdem verwendet er ein sehr sicheres Passwort, um seinen Cloud-Zugang zu sichern. Doch der Trend zur Cloud geht weiter. Es gibt bereits Geräte ohne Speicher. Dort liegt dann alles in der Cloud.